So, willkommen zu Patch 11.9 und herzlich willkommen zum Freitagstalk am Donnerstag aufgezeichnet. Yay, Lizzie ist auch dabei. Wunderbar. Ja, wir wollen uns heute mal mit dem neuen Patch beschäftigen, dem 11.9er Patch, wo ja tatsächlich viele Changes teilweise reverted wurden oder zumindest ein wenig. Ja. Ich habe gehört, Diana und Morgana sind komplett broken im Jungle jetzt und ja, das unter anderem, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe beide gespielt. Ich fand beide sehr stark. Zumindest der Clear von Morgana ist abnormal. Ich weiß nicht, wie man so einen schnellen Clear haben kann. Ja, auf Der so, Berg. ja, genau. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß natürlich schon alles, was wir hier kriegen, aber ich tue mal so, als wüsste ich nichts. Und kann mir mal reinschauen. In den Patch. Wir haben ein paar Änderungen zu erwarten. Von den Champions und den Winraten hat sich gar nicht mal so viel getan. Deswegen können wir das eigentlich überspringen. Wir haben 26 Änderungen in diesem Patch. Oder ja, generell. Und da wollen wir mal drüber schauen. So 26 Stück. Das ist halt schon eine ganze Menge, aber es sind tatsächlich weniger als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es ja wirklich abnormal viel. Ja. Ja. Wenn ihr seht, was da alles geändert wird, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger wieder. So, fangen wir mit der Top-Lane an, I guess. Wir gehen da schematisch, also oder systematisch durch. Nochmal zur Erklärung, da steht irgendwo Overpowered und Underpowered. Das sind nicht die Champions, wo ich denke, die sind broken gerade. Das sind die Champions, die nach Riot's Framework broken sind. Oder Underpowered sind. Genau. Also sie haben jetzt so gesagt, so, keine Ahnung. Alles, was über 5% ist, zu stark oder irgendwie sowas. Und ja, genau. No. Danach richtet das sich. Okay, wir fangen an mit Zed. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe ein bisschen mein Layout geändert, wo ich jetzt meine Cam tue. Ah, ich finde das halt schon noch irgendwie heraus. Zed. was sagen wir zu Zed? Wurde jetzt dreimal in dem letzten Jahr genervt. Bekommt jetzt wieder mal einen Buff. Ja. Was passiert jetzt eigentlich? Also erstmal geht die Damage Ratio auf der W geht hoch. Und genau dasselbe eben auch auf der Ult. Von jeweils 10% Bonus AD auf 20% Bonus AD und halt von der weiteren Ult von 100 auf 120%, sodass sich halt auch mehr AD-Builds wieder mehr lohnen. Ja. Also grundsätzlich hatten wir das Problem, da wurde ja gerade zur Worlds-Zeit in jede Rolle geflext. Also in allen fünf Rollen wurde ja gespielt zu den Worlds. Dann haben sie ein bisschen genervt, dass er nicht mehr auf einigen Rollen viable ist, vor allem auf Support und Botlane. Und ja, das war so das erste Ziel, so dass sie ihn jetzt irgendwie wieder ein bisschen Damage buffen können, dass man ihn dann ja ein bisschen mehr Power gibt, weil er offenbar nicht so stark ist. Keine Ahnung. Aber viele bauen die jetzt auch nicht auf Full AD einfach. Ja, was Sag baut ich man mal. eigentlich? Man baut auf jeden Fall Blade of the Ruined King mit wahrscheinlich Gore Drinker, I guess. Oder nee, Stratebreaker wird man wahrscheinlich Aber gehen. ich glaube, selbst Gordrinker ist auch noch okay. Aber Ja. Stratebreaker, ja. Da hast du Also. zwar schon gut, dann hast du halt noch Sterax. Ja. Und der Rest ist halt eher so ein bisschen tanky, bisschen, damit du überhaupt noch ein bisschen Leben übrig so hast. So Bruiser. Ja, also ich denke mal schon, dass man mehr auf so Tank-Items auch nicht mehr so viel gehen wird, gerade auch wenn wir uns dann mit den Items beschäftigen. Da hat sich nämlich auch einiges geändert. Da gucken wir dann auch gleich mal rein, nachher nochmal rein. Ja, bin ich Ach, auf jeden aber Fall dabei. ist okay. So. Kommen wir zu dem nächsten und das ist, wenn es mal funktioniert, danke Shen. Shen ist der nächste auf unserer Liste. Shen war ja mal richtig stark. Ich glaube, irgendwann letzte Season war das. Ich bin mir gar nicht sicher. Zu dieser komischen Global Meta, wo man die ganzen Champions der Globals gespielt hat, war Shen halt auch richtig krank dabei. Da haben sie ein bisschen genervt und jetzt geben sie seinem Schild, glaube ich, mehr Power. Ja. Das Interessante ist, er kriegt jetzt hier, also so viel hat sich da gar nicht geändert. Erstmal geht sein Schild, ich glaube, das ist ein Max-Schild, okay.
Sein Schild geht auf jeden Fall erstmal runter, aber dafür geht halt das, kriegt das ein HP-Scaling, was doch irgendwie cool ist. Weil ja, als Shen baut man jetzt auch irgendwie HP in sein Bild definitiv, von daher finde ich das nice. Weiß jetzt nicht, wie viel das ausmacht, ob der jetzt dieser Bonus-HP-Wert. Aber es ist halt overall ein kleiner Buff. Mein Gott. Ist So, du natürlich, brauchst. ja, ist auf jeden Fall ein Buff, ich habe es ja eben durchgerechnet. Es ist ein Buff, wenn du 300 HP gebaut hast, das heißt, du hast den Ru zum 300? Beispiel, ja, 300 HP lohnt es sich schon. Das heißt, das wäre sowas wie ein Ruby Crystal und ein Durant's Shield, also das hat man, denke ich mal, Ja. relativ früh zusammen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Buff, sobald du irgendwie Items hast. Ja, ich finde das auch fein, dass sie sagen, hier sein Schild skaliert nicht nur mit AP, weil AP wird der Typ einfach nie bauen. Und das ist auch das, was sie geschrieben haben, so dass wir es eben nicht wollen, dass so, sie wollen das Schild halt stärker machen, eben weil Shens dann oftmals eben nicht in Carry geultet hatten, sondern keine Ahnung, wer Tank, der daneben steht, weil das Schild halt so instant weg war. Gerade, ja. Also auf jeden Fall cool und es ist jetzt auch nicht so problematisch, weil wer dann so Probleme mit Shen hat, kann ja einfach Serpent's Fang bauen und dann ist das Schild ja auch schneller weg, als man denkt. Das stimmt. Aber vielleicht sehen wir mal so wieder ein paar Varmox-Fans und jetzt mit riesigen Schilden. Wir werden es sehen. Ich bin mal sehr gespannt. Ja. So, dann kommen wir zu den Nerfs, I guess. Und da haben wir ganz oben den Mundo. Mundo bekommt jetzt endlich mal einen Nerf. Lange, lange, lange ist her, dass er zuletzt genervt wurde. Und zwar verliert er jetzt AD per Level und Armor per Level. Das wird ihn auf jeden Fall im Jungle und auch auf der Botlane, auf der Botlane genau, auf der Toplane schwächer machen. Ja, definitiv. Er ist gerade auch so, ich glaube, einer der besten Champions auf der Toplane, den du picken kannst. War schon interessant, dass er so schnell so beliebt geworden ist. Man muss aber auch sagen, das liegt auch teilweise an seiner Q-Änderung damals. Das fand ich ein bisschen unter der Passivierung. Er hat ja ein bisschen mehr Sustain, heilt sich ein bisschen schneller wieder auf und hat es in der Q, wenn er die Gegner trifft, also wenn du gut spielst, wirst du einfach belohnt, verlierst gar kein Leben. Und Ja. später regenerierst du eh schon wieder mehr zurück. Ja. Das ist auch ein bekannter Trend, der, was wir, denke ich mal, noch relativ oft sehen werden. Das ist ja sehr bekannt, dass irgendein Champion irgendwo genervt wird. Dafür gibt es einen Compensation Buff irgendwo anders. Hier war es halt gedacht, um ihn auf die Top Lane zu bringen. Und ja, das heißt, dass er dann. Manche Champions können dann komplett übers Game rennen, wenn ich zum Beispiel damals an den Lucian Compensation Buff denke, wo sie seine Range verringert haben und ihm stattdessen quasi unendliche Es gegeben haben, ohne Mana-Kosten. Ja, das. Overall auch ein kleiner Jungle-Nerf wieder. Ja, also definitiv. Gerade AD und auch vor allem auch Armor ist dann doch etwas, was ein Jungler ganz gerne hat, weil man damit halt ganz gut auch Camps clearen kann, wobei eher. Es geht dann eher um die Tankiness wahrscheinlich. Wenn wir schon über Tankiness sprechen, müssen wir mal bei Garen reden. Ja. Also, er stackt jetzt langsamer seine W, also seine Passive, ist ja mit diesem, dass er Resistenzen pro Stack kriegt, irgendwie, wenn er was killt. I guess so war das. Und das stackt jetzt quasi langsamer. Aber er kann jetzt mehr stacken, letztendlich hat er hinterher immer noch genauso viel, aber seine Tankiness auf der Lane ist dann halt einfach deutlich schwächer. Ja. Also er kann viel mehr stacken, so overall hast du mehr so einen Kill-Cap-Radius, aber ich glaube, overall ist das ungefähr even noch Naja, am Ende. letztendlich ist es genau gleich viel. Ja, sie nerven ein bisschen in sein Early damit, aber ich glaube nicht, dass Garen da so Schwächen hat, muss ich mal sagen, ehrlich gesagt. Ja, also ich denke auch der Junge, der hat da keine Probleme mit. Early ist halt ziemlich tanky und ich denke mal, das wollten sie auch angehen. Ja. Weil, ja. Nein, Infiltrator rennt er die immer noch so quasi runter. Ja. So, genau. Als nächstes haben wir, ich habe jetzt einfach mit Toplane mit reingenommen, ist Gragas.
Einfach weil er auf der Top-Lane gerade gespielt wird, viel. Und nicht Cat. Und nicht Bad. Und zwar haben sie jetzt den Damage auf der E verringert. Ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht. Also in den Top-Lane-Trades auf jeden Fall, würde ich sagen, da ist die E immer ein wichtiges Spell. Mir fehlt Ja. jetzt einfach ein bisschen mehr Damage, aber es ist jetzt nicht so der Spell, den du auf der Top-Lane sehr viel nutzt, sag ich mal. Was merkst du eigentlich? Ich glaube, die Q, oder? Würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das merkst du auch gar nicht, oder? Wenn ich Würde jetzt mich mal. wundern. Ja, Q. Q und dann E. Hört auch E als zweites. Kragas, ja. Q und dann E, genau. Jetzt Top Lane ein Jungle, wahrscheinlich aber ist. Top Lane. Top Lane, Oh. Q, Ja, E. gut, einige gibt es auch die E first sogar maxen. Und das ist sogar besser gewesen, okay. Interessant. Ja, E haben einige gemaxt, und ja. Ja. Aber der Champion, wie man dann auch hier schön an den Strichen sieht, taucht in einigen Divisionen noch nicht mal in der Tierliste auf. Ne, achso, ne, das ist Mondo. Ach, ich wollte gerade sagen, das passt gerade nicht. Ja, von daher, ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt so sagt, okay, eh Maxen macht keinen Sinn mehr, wir maxen jetzt was anderes, könnte ich mir vorstellen. Müssten wir mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht mal eine Runde Gragas Top spielen und mal gucken, ob das noch Sinn macht, aber ist halt schon ein Nerf Ja, es ist halt einfach, es ist ein Pro-Nerf, einfach. definitiv, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und es ist halt auch einer seiner Key-Spells. Das darf man nicht vergessen, ein Nerf auf ein Key-Spell macht immer ein bisschen mehr aus, als man denkt. Weil es halt der Key-Spell ist. Ja, ist halt die Frage, ob Damage, also wahrscheinlich cooler und sowas härter bestraft werden würden. Also da würde die Winrate auf jeden Fall mehr unterleiden als habe ich jetzt mal Damage. Ich glaube Also auch gerade für die. die E. Ich glaube auch selber, die wissen gar nicht, was sie richtig nerfen sollen. Die müssen die irgendwie nerfen, weil der Pros dauernd gespielt wird. Na. Hier sieht man es ja, letzten Patch 38% Presence. Insgesamt die Season 48%. Das sind schon nette Zahlen, also. Gut, ja. Und deswegen denke ich, dass wir da entsprechend auch was sehen werden. Ich war sehr, sehr gespannt, ob das irgendwas beeinflusst. Ich glaube, Pro. Ist ja jetzt. Nee, ist MSI-Patch, oder? Das heißt, so werden wir da. Da haben wir auch ein bisschen Dings zu erwarten, ein paar. Patch ist mehr so in Richtung Competitive Play. Deswegen sehen wir auch die Garen-Nerfs, weil er schon zweimal gepickt wurde diese Season. Nein, also ich denke mal, das ist dann auch so eher so in Richtung Competitive. Genau. Ja, stimmt. Was ist eigentlich So. das erste Spiel? Ja. Gute Frage. Das Am weiß ich jetzt nicht. sechsten steht hier. Okay, gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber. Nächste Woche Donnerstag ist das erste Möcke. Da sind wir mal sehr gespannt, wie das ausgehen wird. So, Oh ja. gehen wir in den Wald. In den Wald. In den Wald haben wir tatsächlich erstmal ein Kains. Kains, ja. Kain kriegt einen Buff. Ja. Also erstmal sein Darken Damage geht hoch von 55% AD auf 65% AD. Dieser Champ, ich weiß nicht, also ich finde dieser Darken Champ, diese Darken Form, also diese Shadow Assassin, es gibt ja. Aber Ne, die warte mal. Darken, Ne, ne, das ist ist das nicht so nicht Shadow die, Assassin. Haben die so geändert? ist die Darken-Form nicht, nee, ist es die Warte mal, warte mal, Assassin-Form? mal, warte mal, warte mal, warte mal. Doch, der Darken Damage. Okay, die buffen wieder Darken, Das ja. Darken ist der, Das ist dieser, der sich so viel heilt. ach so, okay, also der Bruiser Kane, sagt Ja, man so ein ja. bisschen, ja, okay. Ich glaube, der hat so ein bisschen Probleme bekommen wegen den ganzen Nerfs auf, wie heißen diese ganzen Dinger, diese ganzen Gold Drinkers und was hast du nicht gesehen und Revenius Hydra, was er vielleicht nicht unbedingt baut und Ich meine, so. damit war er zu stark auch, ne? Ja, aktuell ist er halt in jeder Elo Schrott, so außer vielleicht in höheren Elos. Er ist ja generell eher, ich sag mal, skill-lastiger Champion, aber. Ich glaube, obwohl, dass Kane immer noch ein verdammt guter Champion ist. Mit seinem Kit.
Ich finde, ich glaube in Dings, in Low Elo ist Dings einfach zu gut, der Shadow Assassin, keine Ahnung. Ist jetzt so meine Theorie. Ich finde ihn mega bad. Ich finde, er hätte einen Shadow Assassin buffen können, weil, keine Ahnung, der geht in die Wand, ich sehe ihn Aber ich und. finde so, der Shadow Assassin hat kaum Outplay-Potenzial. Also, der kommt so schnell raus und kommt auch easy wieder rein. I don't know. Ich bin nicht ganz so Fan von Kayn Ja, also keine Ahnung, aber Darkin sehe ich tatsächlich wenig. Also generell habe ich da. jetzt Ja. wenig Kaynes gesehen. Ich weiß nicht, also kann man schon irgendwo buffen. Ich finde es aber immer wieder so ein bisschen kacke, weil wieder jeder Kayn spielen wird. Ja, wir werden ihn wieder öfter Ey. sehen. Ja, die wollen Mann. wieder anscheinend irgendwas gegen Diana und Morgana haben und Fiddlesticks. Ja, also ich weiß nicht, ob das so eine. So geil, ich finde es nicht so geil, dass sie jetzt wieder hier Kayn buffen, aber ich glaube, man kann es machen. Wir werden Kane trotzdem wieder öfter sehen jetzt. Danke. Ja, so, machen wir mal weiter und da kommen wir zu Kindred und jetzt wird's crazy. Jetzt wird's crazy, Kindred. Kindred Buff ist erstmal cool, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nichts Neues. Also Kindred wurde schon ein paar Mal jetzt in letzter Zeit gebufft. Wir haben jetzt im letzten Jahr genau einen Buff gesehen. Was das Verrückte ist, wenn wir uns mal die Patch History von Kindred anschauen. Die bekommt nur Buffs. Die bekommt tatsächlich nur Buffs. Ihr habt das mal rausgeschrieben. Ihr letzter Nerf war auf. Warte. Hier. Auf 6.13. Das ist jetzt 5 Jahre her. Ihr letzter Nerf war vor 5 Jahren. Das war der Patch, wo sie Ardent Censor reingebracht haben in die Meta. Also ist es schon eine ganze Weile her. Das war ja fast schon gefühlt für ihr Release oder so. Ja, die wurde in Pre-Season 5 released. Ja. Sie hat jetzt 11 Buffs in Folge bekommen und das ist jetzt die 12. in Folge. Ja, Das. das ist crazy. So, na, noch ein bisschen krasser. So, ihre Q geht der Damage erstmal hoch, was natürlich richtig geil ist und auch der Cooldown geht runter, was vielleicht sogar noch besser ist. Es ist halt ihre Haupt, ich sag mal, Damage-Fähigkeit, eigentlich ihre einzige wirkliche Damage-Fähigkeit. Und das hilft dir auf jeden Fall definitiv im Early Game. Ich finde das sehr gut, vor allem wir dürfen nicht vergessen, es scaled ja auch noch mit dem Marks, also der macht sogar noch mehr Damage, je mehr Marks sie hat. Ja, also ich finde das sehr geil, den Change. Zumal sie das ja auch spammen kann, wenn sie in ihrer W, in Wolf's Frenzy ist, dann kann sie die ja auch alle 2 Sekunden benutzen. Das ist nice. Ja. Also, ich bin sowieso ein riesen Fan von Kindred und ich spiele die auch selber gerne im Jungle, wenn ich mal Jungle bin. Deswegen freue ich mich darüber. Mega. Aber ich glaube, ihre Winrate wird jetzt nicht stark nach oben steigen. Ich glaube, die wird sogar droppen, wenn sie jetzt alle wieder anfangen, Kindred rauszuholen. Wird sich irgendwann so wieder so ein Panel, glaube ich, wo sie schon ist, so am Ende. Ja, Vielleicht ein denke ich bisschen auch. mehr, vielleicht ein bisschen weniger, weiß man nicht. So, ja, denke ich auch. Dann Trundle. Trundle ist ja, wurde ja in 8.18 komplett zerstört. Wo sie wegen, vor allem auch wegen den Worlds, weil Trundle damals im Pro sehr beliebt war, ihm quasi das den Movement Speed geklaut haben. Und jetzt geben sie ihm wieder ein bisschen was wieder. Beziehungsweise von dem den Slow geklaut haben, sagen wir schon so. Und den Slow kriegt er jetzt halt wieder auf seine E, weil Trundle ist halt so der, ja, absoluter Troll-Champ. Er heißt ja auch so, aber es ist halt echt so. Ja, stimmt. Er wird von niemandem gespielt. Wir sehen es ja da selber so. Seine Bannwerte sind jetzt sehr, sehr niedrig. Das ist so, keine Ahnung. Mann, ey, da wurde der alte Nunu mehr gespielt. Also, keine Ahnung.
Dieser Champion ist halt immer problematisch, wenn wir wieder mal in Richtung Worlds kommen, in Richtung zweiter Teil der Saison, wenn dann wieder mehr Tanks rauskommen, dann kommt auch Trundle wieder Wirft mehr. es sehr oft zurück, ja. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber ja, ich. Aber ich finde, dann liegt das weniger so an das, was Trundle, also ob du Trundle buffst oder nerfst, sondern eher so ein bisschen die Meta, dass einfach wieder Ja. zurückkommt. Und irgendwie sagen die dann, aha, jetzt ist Trundle wieder nur noch sichtbar, jetzt ist er zu stark. Und dann denkt man so, ja, vielleicht liegt es nicht unbedingt an seinem Kit und so, sondern eher, weil das einfach stark ist gegen die Ja. Tanks, gegen die Meta. Das Problem war halt, du konntest ihn nicht mehr wirklich als Jungler spielen, weil du hattest halt kaum Gank-Setup, weil dein Pillar of Ice eben, der Slow war einfach zu schwach. Und auf Level 1 20 oder 32%, das macht schon einen sehr großen Unterschied. Oh, ich glaube, 30 zu 20 wird man schon ein bisschen merken. Ich meine, im Late Game macht es eh keinen Unterschied, aber das merkst du jetzt ja auch nicht als Trundle, außer du bist Nee. ein Troll, dann vielleicht schon. Aber Ja. okay, da haben wir noch genug Wortspiele, glaube ich, heute. Scheiße. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Wir kriegen Nerfs. Wir haben tatsächlich auch einige, die man erwartet hat. Wir fangen an mit Diana. Diana ist der zweitbeste Jungler gewesen. Ja, da wird man jetzt sagen, okay, der zweitbeste ist ja nicht ganz so schlimm. Der beste ist wenigstens Meta-Jungler. Naja, das leider auch nicht. Aber Diana ist die erste, die genervt wird von den Junglern. Und was wir jetzt hier halt sehen, ist nicht nur ein Jungle-Nerf, das ist auch ein Midlane-Nerf. Ich will hier nochmal anmerken, deswegen fange ich mit ihrer Passive an. Da wird der Attack-Speed von 20 auf 40, geht auf 15 bis 40% runter. In 11.7 wurde das ja sogar gebufft, da waren es 10 bis 40%. Das heißt, jetzt versucht man so eine goldene Mitte irgendwie zu finden, sie halt so ein bisschen Richtung Attack Speed zu bringen, ohne dass sie halt im Jungle wirklich so oder generell full clear kann. Das Problem ist halt, Diana ist an sich ein starker Champion, auch schon auf 11.7 gewesen. Die haben dann ihren Attack Speed gebufft, um halt mehr ihren Playstyle und mehr in Richtung so Attack-Speed-lastige Builds zu shiften. Das Problem ist, du musst die Power, die du ihr gibst, irgendwo ihr wegnehmen und das haben sie halt nicht gemacht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Damage auf der Q oder Damage auf der E zum Beispiel, um halt zu sagen, ja, damit sie, wenn sie halt ran dasht, da weniger Schaden macht und dann halt noch Auto-Attacken muss, um Damage zu machen. Irgendwie sowas. Haben sie halt Ist nicht ja, gemacht und deswegen ist sie halt so stark geworden. Ja. Ah, Und du damit kannst da mal mehr zu sagen. nimmst du ja ein bisschen hart den Clear, also ein bisschen den Clear Speed ein bisschen weg. Sie ist ein bisschen anfälliger im Jungle, sag ich mal. Dadurch, dass sie halt weniger Base HP pro 5 Second haben und ein bisschen Armor weniger natürlich gegen die Jungle Creeps auch nochmal. Ja. Oh, bisschen rantesten, gucken, ob das was bringt. Ich würde sagen, harte Nerfs sind das jetzt, also richtig harte Nerfs sind das jetzt nicht. Aber so einfach mal gucken, passiert was, wenn Diana hier jetzt ein bisschen was antestet. Der Attack-Speed wäre es vielleicht kurz merken, aber ich glaube, overall wird Diana immer noch im Jungle relativ fein sein, weil sie hat immer noch den Damage zum Monster relativ gut erhöht bekommen. Ja, so dann, was wir auch noch nerven, ist ja Base HP per 5. Wer nicht weiß, was das ist die Health-Regeneration alle pro 5 Sekunden. Wird dann auch nochmal genervt. Also ein Leben weniger alle 5 Sekunden. Macht nach einer Minute 10, so circa, wenn man das so, oder 11, wenn man das sich mal durchrechnen möchte, 12. Das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber es summiert sich halt dann schon irgendwo, dann geht halt auch noch Armor per Level runter. Das ist halt für beide, sowohl für Jungle als auch für Midlane Nerf. Vor allem, weil Diana auch immer einen eigentlichen Niche-Counter die ganzen Melee-Assassins sind und weil man eigentlich hauptsächlich nur AD-Assassins sieht, ist das halt auch auf jeden Fall ein Nerf, ist mehr so in die Richtung zu werten, wenn man sie eben dementsprechend einsetzt als Counter. Also, ich weiß nicht, also sie schreiben ja auch selber, dass sie gut finden, dass sie im Jungle gespielt wird, aber dass sie halt overall nerven müssen, so. Ja, stimmt.
Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt keiner mehr Jungle spielen wird. Na, ich gehe immer noch aus, die wird immer noch wird. Also Ja. ich, für mich sind das keine zerstörten Nerfs, die sie aus dem Nee. Jungle rauspacken. Weil sie hat immer noch mehr Attacks als davor. Ja, Am nee, darum geht's mir Level. auch nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die so viel aussuchen. Schon ein bisschen natürlich, weil es halt Werte, aber. Naja, außer overall finde ich das immer noch. Okay. So ein bisschen muss die halt ein bisschen reduzieren. Sie ist halt irgendwo zu stark da. Ja. Aber du willst sie halt nicht wirklich aus der Lane vertreiben, also musst du da auch aufpassen, dass du nicht zu hart runtergehst, weil das auch ihre Lane kaputt machen würde. Komplett. Ja. Machen wir mal weiter mit Hikari, my guess. Ich glaube, dass. Da kann man jetzt diskutieren über den Nerf. Dass er genervt werden würde, war schon fast klar. Bei ihm geht es nochmal hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Mal wird er gebufft, dann wird er wieder genervt, immer hin und her. Also was machen wir? Also wir nehmen jetzt erstmal Base Armor weg. Das tut schon mal weh für den Jungler. Ja. Hikarim ist ein Champion, der auch im Early noch ein bisschen so Probleme hat mit dem Clear, das zu überleben. Deswegen braucht er auch Early Blue Buff, weil er eben sehr viel seine Q spammen möchte. Gut, zudem geht dann noch der Armor per Level runter. Ähnlich hier halt auch bei Diana. Dann haben sie auf der Q den Damage Amplifier reduziert. Geht die Rüstung steigern nicht sogar hoch? Aber naja, es kommt halt drauf an, je nachdem wie viel Bonus AD du hast. Wenn du halt deine 100 Bonus AD dann irgendwann zusammen hast. Ich bin mir nicht sicher, ob du die überhaupt zusammenkriegst. Irgendwie vielleicht schon. Im Late Game ist es auf jeden Fall ein Buff, aber im Early Game ist es definitiv ein Nerf. Ja, so, ja, das ich meine hier, Bonus, nee, Bonus, nee, Armor pro Level geht hoch. Ach so, sorry, sorry, my bad. Da habe ich falsch gelesen. Okay, gut, dann gleichen sie es halt so wieder aus, sorry. Okay, also, dass er erstmal bei Q den Damage nerfen, ist hart vom Early Game für Hecarim. Das wird ihm auf jeden Fall wehtun. Sehr, denke ich. So, dann haben wir jetzt hier W. Ich gehe kurz durch die Changes durch, damit wir so ein bisschen Gesamtbild haben. Danach können wir ein bisschen darüber reden. Du kannst ja actually sogar viel mehr prozentual Schaden pro Steigerung bekommen, wenn du, je nachdem wie viel Bonus AD du hast halt. Ja, wenn du Bonus AD baust, wenn du das Boah, wenn du effektiv so ein rankommst. Full AD Build baust, wahrscheinlich dann wird aber das 10, aber Nämlich mit, keine Ahnung, Kraken Slayer und Infinity Edge ankomme. Oder ich gehe so einen. Also so ein Lethality-Build geht auf jeden Fall noch ganz gut. I einfach guess. so, einfach für den Test, glaube ich, wird man das auch ganz gerne mal spielen oder nicht. Du platzt doch trotzdem halt einfach. Also das ist halt auch so, man möchte halt so diesen Tank-Build wegnehmen, so ein bisschen. Ja, der ist auch super nervig, der Tankbild auf ihn. Also gerade dieser Tankbild, der jetzt gerade aktiv ist, ne? Also vielleicht Ja. sagen die wieder, geht doch mal wieder auf, weiß ich nicht, Divine Thunderer oder. Also sobald du an zwei Items rankommst, das ist nice. Aber vorher ist es halt so, ja. So, was? Oh. Ja, dann die Heilung von allen Quellen wurde entfernt. Das heißt, wenn du dein ADC fett ist, heilt er dich nicht mehr damit dadurch. Sondern, das heißt, wenn irgendwer in der Nähe war, der den Gegner angegriffen hat, dann hast du dich irgendwie mitgeheilt. Jetzt ist es halt nur noch von Hecarim selber und halbiert von Verbündeten, die halt irgendwie wahrscheinlich dann auch mit Schaden machen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch ein Nerf, denke ich. Weil du musst jetzt halt den Damage selber machen. Aber dafür haben wir jetzt ja auch einen Bonus AD Scaling, das darf man nicht vergessen. Auch hier wieder, wie gesagt, nochmal auf den Tank-Bit zurückzukommen. Weniger viable wird. Und dann haben wir noch die E. Uff, uff. Die wird auch deutlich genervt. Es klingt jetzt vielleicht nicht so krass, aber er kann ja auch. Hat er ja auch nochmal Bonus Damage drauf. Das ist sozusagen so eine Art doppelter Nerf, mehr oder weniger. Weil er hat ja auch noch Bonus Damage auf seine E. Ne? Ich meine, bei maximaler Damage hast du 90 Damage einfach weniger. Aha.
Ja, das ist schon relativ deutlich. Und wir müssen auch Aber sagen, wenn vielleicht die sagt gemaxt Riot, ist. Leute, ihr sollt nicht einfach den Gegner mit E überrennen und damit dadurch halt quasi stirbt gefühlt, sondern ihr müsst da ein bisschen mehr machen. Und wenn man sich das halt mal so anschaut, also Hikari, seine Presence ist legendär. 96% Presence allein im letzten zwei Patches. Ah, das ist nett. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist sehr viel. Aber ich will auch ehrlich gesagt nicht einfach von Pferd überrannt werden oder so. Das ist auch Kacke. Also ich finde die AD-Changes finde ich gut. Also dass sie hier irgendwie so ein AD-Scaling drauf kriegen und daher woanders was wegnehmen, das finde ich gut. Aber ich muss sagen, die Base-Stats und den E-Nerf finde ich ein bisschen over the top, meiner Meinung nach, weil dieser Auf einem, Champion. ja, auf einmal. Also viel zu viel auf einmal, sage ich mal so. Also du kannst den eh irgendwann auch nerven, das ist mir ja egal. So. Also ich will ja auch nicht von Hikram auf mit. Du wirst ja teilweise einfach von der E überrannt. Ein ADC wird einfach mehr als gehighflyt, wenn die E einfach trifft nur. So. So, das willst du halt eigentlich auch nicht haben, unbedingt gerne. Sage ich mal ehrlich. Du hast da immer noch je nachdem wie schnell du bist, immer noch diesen Bonus-Damage da drauf nachher. So. Das erhöht sich nochmal ein bisschen, aber. Ich finde das, den nervt ja schon okay, aber es ist halt viel zu viel auf einmal wieder, was Riot hier macht. Du kannst hier die Armor wegnehmen, gut, du kannst hier ein bisschen Damage so ein bisschen splitten, dass du am Anfang weniger hast und das mit Bonus-AD wieder füllst und auch genau bei der W Dieser kannst du genauso machen. Hekarim ist jetzt halt direkt, ist ziemlich krass gedroppt, aktuell eine der schlechtesten Winraten im Spiel. Er war jetzt auch nicht so overpowered in Solo Queue, das muss man mal mit dazu sagen. Da war sogar Average so ziemlich irgendwo, oder sagen wir mal die Nicht, bessere ich Hälfte. finde das schon in die Richtung okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Einige sagen zu viel, ja, kann man nehmen, aber das Hegeren jetzt auf lange Basis, er war auf lange Basis existent in unserer Meta einfach. Sehr, 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 sehr lange. Sogar Twitch-Jungle, Nasus-Jungle und Taric-Jungle haben eine höhere Winrate als er. Also. Ja, Let's klar. go. Aber ich find das fein. Ich finde das vollkommen okay. Taric Jungle, das neue Meta, oder was haben die denn da schon rausgeholt? What? Ach nein, bitte nicht. Nicht, dass es irgendwie auf eine Art später noch Meta wird, aber das wird es eh nicht, aber okay. Ja, gut. Ah, okay, ich glaube, wir müssen jetzt nicht weiter über Taric Jungle reden. Nein, 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 nein. Ich denke, wir werden vielleicht sogar bald mal einen Buff oder so sehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es als einfach mal die Solo-Queue Hecarim Mains leiden müssen, weil MSI ansteht. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und du wirst keine 96-prozentige Winrate auf Presence im Pro-Play haben auf Hecarim. Außer du bist vielleicht Hecarim Main. Ja. Gut. Machen wir weiter. Wir haben noch einen ganz wichtigen Jungler, der auch genervt wird. Aktuell der beste Jungler im Spiel oder der beste Jungler im Spiel gewesen. Und das ist Morgana gewesen. Ihr Monster Ja. Damage geht jetzt nochmal ein bisschen runter, ähnlich wie bei Diana. Nur da haben sie eben jetzt nicht den Monster Damage genervt, sondern andere Dinge, weil Diana einfach insgesamt zu stark war. Hier haben sie dann wieder ein bisschen von dem Monster Damage. Ich frag dir auch, was willst du sonst nerven? Den du ihr. Ja, die ist ja sonst fein. Die hat ja. Ist ja relativ. Sonst Konsistent, würdest du dieser halt ihre Champ. Support-Position, ihre Mitte-Position ja auch ein bisschen zu hart nerven, wenn du jetzt irgendwas anderes Bier machst. Morgana ist halt ein Champion, der für viel Frustration auch sorgt, für viele, weil sie eben so wunderbare Fähigkeiten hat. Und ihr Jungle Clear war einfach zu gut, so. Das ist halt so. Bester Jungler ist Trundle, ja. Maybe. Maybe. Ich habe es nicht damit auseinandergesetzt so sehr. Auf jeden Fall, Morgana war way too strong und am Anfang waren es ja 150% und auch wie ähnlich wie bei Diana's Attack Speed einigen sie sich jetzt und treffen sich so ein bisschen in der Mitte, I guess. Und ich denke mal, das ist auch fein so, weil, ja, finde ich gut. Dadurch bleibt der Pick noch irgendwo viable. Er war ja auch schon vor dem Buffs viable, aber nochmal ein bisschen mehr als vorher. Ja, ich denke, Trundle ist ein guter Spot. Ja, ich denke mal, da müssen wir jetzt auch nicht so viel drüber reden. Wir haben ja auch über Morgana Jungle in der letzten Folge schon sehr ausführlich geredet.
Dann müssen wir jetzt nicht nochmal ausbauen, denke ich. Nö. So, kommen wir zum Midlane. Midlane ist sehr, sehr, sehr interessant, weil, ja, es ist eine tolle Lane. Nein, Spaß. Wir fangen an mit Xerath. Wir sehen ja jetzt auch mal wieder Changes. Der Typ wurde übrigens seit Season 4 nicht mehr genervt. Also das ist sogar nochmal eine Nummer krasser. Jetzt hat er seinen nächsten Buff bekommen. Auf seiner Q. Also overall bekommt er halt so ein bisschen Damage. Und ein bisschen Damage weggenommen. Aber dafür halt ein besseres Scaling. Deswegen ist das overall sogar im Late Game sogar ein Buff. Sobald du halt deine 100 AP hast, also deinen Mythic hast oder dein erstes AP-Item, ist es auf jeden Fall nice to have. Diese Changes, also es ist eher so ein Shift in Richtung mit Xerath und weg von Support Xerath, weil auch wenn ein Support Xerath AP baut, Support Champions fallen overall trotzdem ab, auch wenn sie ihr erstes Item dann haben. Das ist völlig normal. Weil die einfach nicht das Gold haben und das zu lang dauert, so dass der Power Spike kein Power Spike mehr ist. Deswegen ist es auf Support relativ egal, die Scalings, auch wenn man AP baut. Und die W, da geht jetzt einfach nochmal so ein bisschen der Schaden nach oben. Also man muss halt auch sagen, dass die W natürlich auch nochmal Bonusschaden macht. Also nochmal 60% Schaden obendrauf, wenn du halt das irgendwie in der Mitte triffst, so. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein toller Change. Er wurde auch noch nie gespielt, so in den letzten zwei Patches im Pro Play. Aber ich glaube, das ist eh eher so ein, ich sag mal, so ein Solo-Queue-Change. Jetzt werden alle wieder Xerath spielen. Yay. Yeah. Leicht. Ich muss Also echt wenn sagen, so diese ganzen Artillery-Mages, man sieht Lux, man sieht Zoe, man sieht, keine Ahnung, Vel'Koz sieht man auch ab und zu noch. Aber so den Xerath sieht man sehr selten, finde ich. vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Ja, ich denke, wir werden den jetzt wieder ein bisschen mehr sehen. Ja. Gut. Kommen wir zum Heimerdinger. Heimerdinger ist einfach so ein Champion, den du eigentlich viable auf jeder Position spielen kannst. Jungle wird vielleicht schwierig. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand Jungle-Dinger gespielt hat. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Rolle ist. Aber Ich auch ansonsten nicht. kannst denn eigentlich überall spielen? Jetzt geht einfach von der W dieser Damage nochmal runter und ich frage mich, ob das so macht, das so viel aus, die W? So dein Poke, oder? Ja, es ist ein Poke. Ich meine, Gott. overall ist es halt der gesamte Damage von den Raketen, ne? Also wenn alle Raketen treffen. Ja. Weiß es nicht. Also, boah, ich denke, ja, ich, keine Ahnung, ich habe mal so viel macht das, der macht mehr als genug Schaden, der hat krasse Scalings auf seinen Abilities. Das darf man nicht vergessen, die Scalings machen es halt eher aus. Die Base-Werte sind eher so ein bisschen, oh mein Gott, dein Early Game ist eh nicht das Beste, so von Heimbedingungen, der pokt ein bisschen rum, mein Gott, da fehlt vielleicht ein bisschen dann was, aber. Ich Ihr muss wisst. ja da ein bisschen widersprechen, was Riot sagt. Ich habe diesen Champion tatsächlich, ich sehe ihn noch auf Top und in der Mitte, aber auf Botlane sehe ich ihn eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ihn neulich mal gesehen im Pro Play. Im Finale der LCK, in so einem Senna, fast gegen Senna Setup. Aber ansonsten, ich habe schon lange nicht mehr gegen Heimerdinger Botlane gespielt. Ja, das wird auch ein bisschen dauern, bis man den überhaupt wieder auf der Botlane sieht. Aktuell ja weniger. Also er taucht noch nicht mal in der Tierliste für Botlane auf, zumindest nicht in durchschnittlichen Elos oder in höherer Elo, nur in so ein Master Plus sieht man dann ab und zu mal. Da ist es immer noch ein guter Pick. Ja, aber er ist Ja. schon für die Top-Liga für aktuell geboren. Aber ich weiß, woanders willst du ihn eher nicht sehen. Mitte, ja, vielleicht ein bisschen. Ist So. okay. Jetzt sind, ja. Dann Bitte, bist du eh alleine, da passt er doch perfekt rein zum Pushen eh. Im Finale, ich will wieder so Heimerdinger ADC sehen, please. Oder Ja, Heimerdinger Support mit von Senna oder G2, so. ne? Ja. Ne, wer hätte das rausgeholt? War das nicht. War das nicht Gen G oder so? Hatten die das nicht gespielt? Heimerdinger Senna im Finale oder so? Ich glaube. Ha. Die haben hier die verrückten Ideen, die Koreaner. Yay. So. Gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir hier noch einen Rumble Nerf tatsächlich.
Also Rumble wurde ja schon mal genervt, vor allem für Midlane genervt. Jetzt gibt er den nächsten Nerf und zwar macht seine Passive, also sein Overheaten, einfach nochmal weniger Damage und das Scaling ist nochmal eine Nummer schlechter. Nachdem er Master komplett eskaliert ist von seinen Stats her, wird er jetzt weiterhin noch einmal genervt. Die Compensation Buffs, die er bekommen hatte, haben das halt komplett seine Nerfs komplett rückgängig gemacht, weil das einfach Early Magic Pen so broken ist, dass, ja, muss ich nichts zu sagen, ich denke mal, das wisst ihr alle selber. Und deswegen gibt es jetzt hier noch einen Nerf, ich weiß nicht, ob das so viel ausmachen wird. Also Base Damage auf jeden Fall nicht, aber ja, so ein bisschen vielleicht, hey, aber ich glaube viel wird, ich glaube glaub, ich glaube Aber Rumble müsste immer noch fein sein. also so Midlane Rumble, ich sehe den kaum, aber ich weiß, dass er auf dem hohen und vor allem im höchsten Level, nämlich in der Challenger Ladder, relativ oft gespielt wird. Deswegen kann Da ich das könnte nachvollziehen. vielleicht mal ein Trade bisschen was fehlen. Ja. 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 Aber overall wird Trundle immer noch, Rumble fein sein, denke ich. Ist Ja. halt ein Champion, den nicht wirklich jeder spielt, glaube ich, aber auch. Genau, der Trumble. Der Trundle. Der Trumble, genau. So, haben wir jetzt noch einen. Und ich habe mich letzte Woche wirklich über diesen Buff habe ich mich aufgeregt. Wir nehmen an einen Champion und sagen, hier, wir haben einen Late Game Champion, er ist nur im Late Game gut. Das geht doch nicht. Wir buffen ihn, dass sein Early Game gut ist. War er nicht vor den letzten Buff schon irgendwie fein eigentlich? Naja, war immer so average, ne? So Ja. halt, ihm haben halt Warum immer muss man ihn da buffen? so mit den neuen Items, mit denen er ja auch irgendwie an Ability Haste rankommt, aber dann verliert er halt so ein bisschen Damage. Das war immer so das Problem. Haben sie ihn gebufft? Jetzt auf einmal ist er OP. Eine Fähigkeit, die er jede Sekunde einsetzt, wurde gebufft, sodass er sie jede Millisekunde einsetzen kann, gefühlt. Gefühlt schon, ja. Und ich verstehe, also ich kann es ja nachvollziehen, dass so ein Champion vielleicht auch gut ist. Es gibt viele Late Game Champions, auch einige, zu denen wir gleich noch kommen werden, die sehr gut sind. Zum Beispiel Kog'Maw und Jinx haben sehr gute Winraten, obwohl sie eigentlich als Late Game Champions zählen. Das ist völlig okay. Aber die Sache ist, Vladimir gilt als Champion, der angeblich schwer zu spielen ist. Und wenn ich sehe, dass Eisenspieler mit ihm eine positive Winrate schaffen, dann ist er wohl dann doch nicht so schwer oder er ist einfach zu stark. Ja. Gut, sie nerven ihn jetzt halt wieder. Das ist letztendlich das Ergebnis. Ja, und seine Winrate ist auch signifikant gedroppt. Er ist jetzt quasi mehr oder weniger da, worauf er war. Ja. Gucken wir mal, was am Ende bei rumkommt, aber ich denke mal. So, kommen wir zur Botlane. Da passen wir Bot und Support tatsächlich mal zusammen. Ist ja sehr ähnlich. Ist ja dieselbe Lane, auf der die spielen. Und wir fangen direkt mit zwei Champions an. Und das sind Kog'Maw und Lulu. Ja, Kog'Maw und Lulu werden im selben Patch gebufft. Ich habe jetzt eigentlich so Ja. erwartet, dass das jetzt so, keine Ahnung, so Sweetheart Kog'Maw und Sweetheart Lulu kommt. Oder irgendwie sowas. Aber Aber kein Valentinstag. ja, wir haben keinen Valentinstag, schade. Hätten sie mal vorher drauf kommen sollen. Bring die noch, pass auf. Den fehlt halt echt noch ein gemeinsamer Skin. Aber abgesehen zwar davon, was haben sie jetzt überhaupt geändert? Also erstmal geht die beim Kog'Maw geht die Resistenzreduktion nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel ausmacht, weil du machst ja eh Max Health Schaden mit Kog'Maw, mit deiner W. Resistenzreduktion ist natürlich nett, aber ich weiß nicht, ob das so nötig ist, weil ja, du hast halt Also, Max Health Schaden so. ich glaube, dass der Buff an sich okay ist, aber ich glaube, dass das jetzt nicht viel, wirklich viel Einfluss hat. Ich meine, wenn du die Q eh rauf bekommst, schreddest du die eh danach. So ein bisschen. Aber. Ich glaube, der Champ ist an sich okay. Ich glaube, das ist eher so ein Designproblem. Also, I mean, guck dir diesen Champion an. Schau dir an, wie der aussieht. Ja, lecker, ne? Ich gehe jetzt so einen neuen League rein. Ich sehe jetzt dieses Sophie.
und denke mir so, wow, den möchte ich spielen, das ist mein erster Champ. Nee, ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich finde, der sieht irgendwie hässlich aus. Ja. Ich habe neulich mit einem jemand gespielt, der in League angefangen hat, der gegen Kog'Maw gespielt, meinte, der sieht aus wie so ein Spermium, was laufen kann. So. Und Okay. sowas willst du nicht spielen. Also, ja. Oh, ich finde Kogba trotzdem irgendwie cool. Also Kog'Maw ist schon cool, vor allem mit einer Lulu zusammen oder sowas. Deswegen ist er halt auch super, super, super. Na gut auch. Er ist auch solide in jeder Elo, also ich denke mal, das sollte jetzt nicht so krasse Changes sein. Ich sehe ihn ja immer noch auf einem AP-Bild, aber da hat Riot, glaube ich, keine Lust drauf. Weil das Problem ist, Kog'Maw war halt immer so, in Anführungszeichen schwach im Vergleich mit anderen On-Hit-ADCs, weil er eben Ginsos damals komplett tot genervt wurde, weil Kaiser und Vayne mit diesen Items so hart abgegangen sind. Dass es halt genervt werden musste, sodass Kog'Maw nicht wirklich irgendwie Items hat, die er vernünftig bauen konnte. Und deswegen hoffe ich ja immer noch, dass wir irgendwann mal einen AP-Kog'Maw-Build sehen, der vielleicht Meta ist, dass man dann sowas wie so einen AP-On-Hit-Champion hat, vielleicht in Form von Kog'Maw. Das wäre vielleicht so die Nische, wo ich ihn sehen würde. Vielleicht. So, kommen wir zu Lulu. Lulu bekommt jetzt auch endlich mal einen Buff. Sie Enchanter sind ja generell sehr, sehr gut dabei aktuell. Aber eben Lulu nicht. Das ist so die einzige, die, ja gut, zusammen mit Yuumi. Aber Yuumi ist ein komplett eigenes Problem. Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Lulu bekommt jetzt hier einen Buff auf ihrer W, was insane ist. Also erstmal geht der Oh ja. Cooldown um eine Sekunde runter, was schon einen großen Unterschied macht, da wir eben sehr viel Ability Haste auf Enchantern haben. Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass man auf mal auf 60% CDR kommt. Und der Attack Speed geht dann auch nochmal schön nach oben. Das heißt, mehr Attack Speed, gerade early. Und das sorgt auch dafür, dass man auch wieder Solo Lane Lulu spielen kann auf Full Damage, denn W macht jetzt nicht so viel Damage. Aber Lulu war halt immer geforst, als zweites die W zu maxen wegen diesem Attack Speed. Das bist du jetzt halt nicht mehr, weil du hast halt dann doch schon relativ. Der ist dann doch mit 25%. Das ist halt schon relativ nice. Schon So. nice, ja, schon. Und da Text musst du, speed Lulu Top Lane. kannst du W auch als letztes maxen und keine Ahnung, Lulu Mitte spielen zum Beispiel. Also haben Oder wir jetzt ein Top. paar Mal gesehen. Oder Lulu Top zum Beispiel geht auch. Und es ist funny, ich habe selber auch gespielt neulich, Lulu Mitte. Es hat echt viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn man gegen Assassins spielt, ist das echt funny. Das glaube ich. Und deswegen bin ich kein. Ich finde den Change nice, vor allem, weil es sie deutlich stärker machen wird. Aber ich bin auch nicht. Ich finde auch, da hätte man vielleicht ihr ein bisschen Power für Solo Lanes irgendwo nehmen müssen, weil ich habe das Gefühl, dass sie dann auf Solo Lanes jetzt wieder mehr gespielt werden wird. Ja, wir freuen uns drauf. Das auch. Aber ich glaube, mit einem guten Age zusammen ist sie jetzt schon sehr gut. Dass sie Ich quasi auch habe das Polymorph auch nochmal reduziert durch den Cooldown, hast du auch nochmal eine Sekunde früher wieder. ich weiß nicht, wie es kommt. Wir sehen ja auch in Skilled Elo, also in Platin und Diamant, wird sie ja sogar sehr viel gebannt. Und sonst Orange eigentlich so schon. eher so eine Average-Bannrate. Ich weiß nicht, woran das liegt, genau, ob da irgendwer mal was gespielt hat und deswegen die alle Lulu hassen. Aber ich denke mal, sie hassen Lulu jetzt noch mehr. Naja, Wir werden sehen. definitiv. Und das ist wie gesagt auch ein Buff für beide, mehr oder weniger. Weil die Synergien halt super miteinander. Ja, ich höre schon, wie die Community wieder rumschreit. Wenn. Oh, Lulu ist broken. Nerven coming. Wenn Aphelios und Thresh ein super, super Scaling-Duo sind, wenn Kalista und Thresh eine der geilsten Early Lanes sind, wenn Xayah und Rakan die beste Botlane ist, die man picken kann und Competitive, dann glaube ich, können Lulu und Kog'Maw jetzt vielleicht auch mal ein Wörtchen mitreden. Bisschen. Also Lulu ist schon sehr gut dabei. Gibt Kog'Maw vielleicht noch den einen oder anderen richtigen Buff an der richtigen Stelle und dann drehen die richtig ab. Beiden.
Wir brauchen erst noch so ein Lubi-Skin, wenn das so für Lolo. Ich gehe davon aus, dass Ludo auch irgendwann sonst in der Arzt kommen würde, sogar würde so zu ihr passen, So einen glaube ich. richtigen Bean-Skin. So ein Prestige-Bean-Skin würde ich mir sofort holen. Die hat ja zu Prestige, die bietet nicht noch ein. Ja, leider. Leider hat sie diesen einen Die hätten komischen auch Grund. einfach Bienen Ja. Prestige-Skins rausbringen können. Das wäre auch cool gewesen. Bienen-Event. Ja, gut. Machen wir weiter mit Jinx. Gelbe Farbe sieht man nicht so oft bei mir. Das steht dafür, dass hier eigentlich nur ein Bugfix vorhanden ist. Also es ist kein richtiger Nerf und auch kein richtiger Buff, aber es ist ein Bugfix. Der sie, denke ich mal, also meine Einschätzung ist, dass es sie negativ beeinflussen wird. Weil es ist dann doch ein starker Bugfix. Also, wie ihr sicher wisst, wir haben ja, Riot hat sich ja dazu entschieden, nochmal danke dafür, dass wir Crit insgesamt nerven. Von 200% auf 175%, weil es wesentlich mehr Gegenstände gibt, die uns Crit geben. Man kann zwar nur maximal 100% Crit erreichen, aber das sei es mal dahingestellt. Und deswegen wurde der Crit Damage ohne Modifier halt, wie, keine Ahnung, was gibt's da? Infinity Edge, Rageblade und Randuins auf 175 geändert. Und ja, das war das, was sie geändert haben. Aber was sie vergessen haben, ist, dass der Splash Damage von ihrer Q halt eben nicht beeinflusst wurde. Und das haben die jetzt halt gebugfixt. Und ich glaube, das könnte ein bisschen was auch gerade in der Lane nochmal beeinflussen. Das könnte die Early nochmal ein bisschen schwächer machen. Ja. Wie ist denn so, würde ich sagen. Ja, so, machen wir weiter. Wir haben jetzt noch einen und das ist Taric. Taric, ja, unser guter Freund. Also, seine Mana-Kost geht runter. Und dann haben die noch irgend so einen Bugfix oder so, dass eine Animation nicht gecastet wird, wenn jemand tot ist oder so, oder wie war das? Ganz Ja, irgendwie so, die. Genau, also die, genau die Tether-Interaction mit seiner Passive, mit seiner, wie? so. Wenn jemand ein gelinkter Verbündeter nicht auf der Map ist, dann wird die VFX nicht mehr angezeigt oder es gibt keine Boni mehr. Ah ja. Das heißt, ich spiele Taric Yi, der Yi ist tot, ich caste Ult. Obwohl der Yi tot auf dem Boden liegt, wird da trotzdem dieser Radius für diese Ult gechannelt, so. Also, Lol. und Es ist, alle, die da das drin finde ich stehen. aber auch, das finde ich aber auch okay. Ja, weil es ist halt, glaube ich, nicht beabsichtigt. Nee, ich finde es aber fair, so dass du sagst, du nimmst ganz diesen Bereich halt noch ulten und dann kann zumindest ein Teammate noch reinrennen, sag ich Und mal. das gilt halt auch für sowas wie, wenn jemand untargetable ist. Zum Beispiel, wenn ein Yi in seiner Q drin ist, zum Beispiel, ist es genau dasselbe. Als wenn er nicht Krass. präsent auf der Map ist. Krass. Finde ich cool. Also wenn so ein Narr wieder durch den Himmel fliegt oder so. Nein, Ach jetzt so, Spaß ja, beiseite. nee. Wir haben es als Beispiel gebracht, Yi in seiner Q, weil er ja auch dann nicht präsent auf der Map ist oder er steht ja nicht auf der Map oder Dings, Elise in ihrer E. Zum Beispiel. Die zieht sich ja da so hoch. Ich weiß zwar nicht, wo die Grenze ziehen. Ich weiß nicht, ob das gilt, wenn Zarya in ihrer Ult ist. Im Gegensatz zu den anderen Fällen ist sie ja sogar Kann noch durchaus sichtbar. sein, dass das klappen könnte. Das ist halt mit der Ult ganz gut timed. Weiß ich nicht, wie das ist. Das wissen wir nicht. Okay. Weil wo zieht man dann die Grenze? Das ist halt die Frage. So, keine Ahnung, Keil steht auch nie auf der Erde. Zählt sie nun dazu oder nicht? Dann Das sind so Sachen, die man sich dann nicht gibt mal es fragt. keine Grenze für diese Ult. Ja. Genau. So, kommen wir zu den Mythics, I guess. Wir haben es durch die Champions gemacht, aber wir haben ein paar Items. Und über die wollen wir auf jeden Fall jetzt mal reden. Und wir fangen an mit den Tank-Mythics. Und zwar einmal mit dem Turbo-Charge-Mythic.
Chem-Tank, beziehungsweise dem Turbocharged Experiment und Sunfire Aegis, beziehungsweise Forgefire Crest. Also erstmal geht der aktive Movement Speed auf der Dings auf der Active Supercharged runter. Dafür bekommen wir einen Buff auf Aegis, und zwar, wenn man es ausgebaut hat, ist der Immolate Damage gegen Monster geht auf 150%. Er hat schon ein bisschen darüber philosophiert, wieso. Wir sind dann so zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich schwierig ist für Tanks, die wirklich full tanky, den Jungle in einer anständigen Zeit zu clearen, weil die Camps sind ja halt immer tankiger und haben immer mehr Leben und so. Dass das ein Problem sein könnte, und deswegen an so auch Tank-Jungler, also Tank-Jungler sehen wir tatsächlich aktuell kaum noch. Also es gibt die zwar schon, vor allem Competitive, aber im Solo-Queue sehe ich die gar nicht. Also man sieht mal den Amumu und den Rammus, ja, aber nicht wirklich. Vielleicht probiere ich Jeremy jetzt so ein bisschen manchmal mit dem Item. Also ich finde Oder? den Change nett, weil es ein bisschen Tank-Jungler zurückbringt. Ja. Aber ob sie halt wirklich dadurch zurückkommen, weiß ich nicht. Glaube, Ich die denke Leute schon. spielen lieber ein Wir müssen. bisschen. Ja. Also in Solitär spielen die Leute ja mehr, sag ich mal, das, worauf sie mehr Spaß haben. Und viele Tanks machen denen einfach keinen Spaß. Gehen Naja, lieber es einfach kommt drauf an. auf Damage. Ja, du musst ja Tanks spielen, wenn du Damage willst. Achso. Wir wissen ja. Also, ich möchte auch mal Ja. dazu sagen, dass der vom Chem-Tank die Active mal auf 75% war und ist jetzt doppelt genervt wurde, mehr oder weniger. Jetzt nur noch bei 40%. Ich habe schon vor 3 Jahren, habe ich gesagt, wenn dieses Item irgendwer mal entdeckt, es ist insane, weil auch schon vor 3 Jahren waren es 75% Movement Speed auf dem Randuins damals. Hier ist Oh es. ja. Sorry, Randuins, Righteous Glory, meine ich, sorry. So. Da waren es nämlich auch schon 75%, und ich habe gesagt, wenn das mal einer entdeckt, das ist ja so insane. Also ich fand es auf Engage Support, also Tank Support, dann sowohl also noch mit einigen Supportern ziemlich geil. Ich habe Ja. es immer so eigentlich jetzt zweites oder drittes gebaut, vielleicht mal. Auf das zweites. Weil Das es hatte diese active Welt einfach. Problem war halt, zumindest zur damaligen Zeit, es kommt halt eigentlich das Item für Support oder für die es in Frage kommt, eigentlich meist dann viel zu spät. Und wenn du das Naja, halt das dann haben stimmt. willst, dann gehst du einfach Dings, Predator mit, was weiß ich, mit Hexflash oder so ein Kram. Das stimmt. Oder irgendwie sowas. Aber der Chem-Tank ist halt ein super solides Item. Eben weil es dir eben super Stats gibt. Und ist halt auch Mythic. Und deswegen, weil es auch keine bessere Option für die meisten Engage-Supports gibt, ist das ein super Item für die. Ja. Also ich bin sehr froh. Es ist schon insane, dass wir schon 5 Changes zu Dings haben, zu Sunfire. So lang ist die Season noch nicht mal. Ja, in Also, Season 11. ich glaube, es ist mit Okay. eins der meist geänderten Items. Und ich erinnere mich noch, viele haben gesagt vor der Preseason, dass Tanks absolut useless sein werden. Ja, ihr Ja. müsst halt aufpassen. Also, wenn die Monster Damage halt overall noch mehr buffen, dann würde ich das gar nicht mehr so unterschätzen. 50% ist schon gut. Schon guter Wert. So, ja. Auf jeden Fall. Das wird der ein oder andere merken, denke ich, beim Clearen. So, jetzt kommen wir. Ich muss gerade an dieses Foot Division Adventures denken mit dem Malphite. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Er hat einfach alles getankt. Er hat alles getankt und einfach dieser Typ Schaden hat. Er Warum hat er stand das da so eine gemacht? Minute rum, die uns auf den drauf. Verliert nichts. Nichts Okay. passiert. So. Jetzt kommen wir zu dem Problem, was jeder Balance-Experte, der für irgendeine Firma arbeitet, hasst. Wir haben Moonstone. Das Problem kann man relativ schnell sehen, wenn man auf die Winrate schaut. Dieses Item ist gerade das schlechteste Item im ganzen Spiel. Moonstone Renewer. Kurz mal zu den Stats. Es hat 1,8% an Winrate verloren. Und dazu jetzt nur noch 50,0.
und an Presence auch 1,4% eingebüßt. Die bauen jetzt alle Shureyas. Shureyas war mal das stärkste Item. Und das, was niemand gebaut hat. Moonstone war das schwächste Item immer, was jeder gebaut hat. Da haben sie gesagt, okay, wir nehmen die Power, die eben Moonstone gibt, mit dieser Moonstuff-Kombination und geben deswegen Shureyas da ein bisschen was davon ab, nämlich diesen Movement Speed. Dadurch ist das Item noch stärker geworden und jetzt baut das jeder. Und Moonstone ist jetzt zu schwach, ist natürlich noch schwächer geworden. Dadurch ist die Winrate noch weiter gesunken, weil er ist sowieso schon die schlechteste. Und es wird jetzt so ge eine Menge gebaut, wie man es eigentlich haben will, also von der Anzahl an Champions. Aber es ist einfach extrem kacke, das Item overall. Das Was wir. stimmt. Also, sie haben ja quasi eine ganze Passive dem Item geklaut, haben ja so ein bisschen auseinandergenommen. Und der Moonstorm bzw. der Starcaster bekommt jetzt halt wieder ein bisschen mehr Healing. Ja. Ich will auch mal einen Starcaster. Also einfach nochmal der Healing erhöht. Das ist, denke ich mal, nett. Ja. Ich hoffe, dass das Problem wird hier nicht. Ich denke mal, das Problem wird hier nicht gefixt sein, weil Healing ist sowieso so immer so ein Stat, an dem man relativ schwer in League rankommt. Also relativ. Und deswegen hat Healing immer sehr hohen Wert in League. Deswegen ist das Item an sich auch sehr stark. Und nein, deswegen sehen wir es auch so oft im Competitive, weil eben Healing ein sehr starker Stat ist. Und dann müssen die Carries sich eben keine Heilung holen. Also, außer die, das, was sie so haben. Ja. Genau. Das ist so das Healing-Problem. Dann, ja. Sollst du noch was zu sagen? Zu den Item nicht wirklich. Weil der kriegt eh der Base hier, glaube ich, der wird sowieso erhöht pro jedes weitere Healing. Das ist jetzt, glaube ich, ein Mythic, glaube ich sogar. Ja, klar. Deshalb. Das war halt früher Deswegen. in dem Heal Scaling drin. Das heißt, letztendlich ist die Mythic Passive einfach das, was vorher die Passive war, mehr oder weniger. Naja. Das heißt, das Item hat quasi eine Mythic Passive verloren, wenn man das so sagen will. Ja, kann man so sagen. Ich glaube, vielleicht gibt es. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige, die diese Seite noch bauen werden. Sehr, sehr wenige. Eine ganz, ganz kleine Anzahl nur noch. Weil Shurilias ist halt overall einfach jetzt das bessere Item. Healing ist halt ein super starker Stat und es gibt eigentlich nur ein Item, was wirklich effektiv Healing countert und das kann auch nur auf einer Handvoll Champions gebaut werden. Nämlich dieser Chemtech Putrefier. Die anderen Items funktionieren nämlich alle nicht so wirklich. Es ist halt leider echt so. Und deshalb ist man da ein bisschen vorsichtig. Deswegen wird das Item wahrscheinlich auch immer das schlechteste von allen bleiben. Wie gesagt, ich möchte ja nochmal erwähnen, Riots Ziel ist es, die Mythics zuerst zu balancen, das bis zur MSI hinzukriegen. Das war ihr Goal oder bis zur Hälfte der Season. Das müsste so irgendwie 11.12, 11.13 sein, irgendwie so ein Dreh. Und sich dann mit dem Rest zu beschäftigen. Also sie legen halt Wert auf die Mythics. So, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja. So. Ich würde sagen, kommen wir zum letzten. Und zwar Brawler's Claw. Beziehungsweise Sandstrike's Claw. Aber okay. Die haben geändert, wie Targeting funktioniert. Und ich finde dieses Konzept so geil. Und ich Ja. finde, das sollten sie mal im Auge behalten. Denn das könnte man auch wunderbar auf andere Sachen übertragen. Und zwar, du machst die Active, klickst auf irgendwas drauf. Drückst auf die Active und dann dashst du dahin. Aber du musst halt auf dem Cursor sein. Es gibt heutzutage schon einen Command, der dir es ermöglicht, wenn du in der Nähe klickst, dass es dann das targetet, wo du quasi knapp daneben geklickt hast. Gibt es schon eine Einstellung. Allerdings gilt das nur für Auto-Attacks im Wesentlichen. Was wir jetzt hier haben, ist, dass der nächste Champion 50 Units um den Cursor getargetet wird. Danach der nächste Non-Champion 50 Units, ringsherum 50 Units ist halt echt nicht viel. Ich denke mal, jeder weiß etwa, was das ist.
der danach halt dasselbe für den nächsten Champion 200 Units um den Cursor und danach halt der nächste Non-Champion. Ich mag den Ist Change. okay. Ich finde den Change nice. Ich finde den Change echt gut. Und das sollten sie vielleicht mal im Auge halten, ob man das vielleicht auch für andere Abilities benutzen könnte oder vielleicht sogar für Auto-Attacks. Aber bloß dafür Skillshots, danke. Dass sie dann so dahin Du fliegen. Ja, nice. schießt irgendwo hin und das trifft halt irgendwo. Rice OP. Das würde Rice endlich mal viable machen. Ja. Okay. Also ich denke mal, das ist nice. Ja, generell, ich finde Lethality ist overall schlechter. Prawler's Claw, ich finde auch gut, dass sie Prawler's Claw buffen, weil das ist das Item, was die Lethality eben bringt. Also, alle bringen Lethality, aber das ist eben auch am meisten eben durch die Mythic Passive. Und ich finde Lethality-Items overall ziemlich bad aktuell. Sind auch die schlechtesten von im Spiel. Da ist zwar die Playerbase irgendwie auch selber schuld, weil man immer über das complaint, was dich killt, anstatt dessen, was dich beschützt. Aber ich finde Lethality ist aktuell ziemlich bad. Viele Assassins, also viele AD-Assassins, bauen dann irgendwie, keine Ahnung. Manche bauen dann Gore-Drinker, die meisten sind jetzt zwar wieder auf ein normales Mythic zurückgegangen, was für sie gedacht ist, aber dann wird Mana-Mone gebaut, dann, keine Ahnung, Sterax oder, keine Ahnung, Ravenous Hydra, so ein Kram. Oder einfach defensive Items, wie Edge of Night. Und sie, dieser Assassin, der dich one-shottet, und wo du nicht viel gegen machen kannst, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Das fehlt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das fehlt, aber Ich könnte mir sind auch dann gut eher die Champions. vorstellen, ich Ich glaube, kann das mir sind auch gut oft vor. eher die Champions. Ja, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Prawler's Claw ein ziemlich gutes Item ist, eben weil es dich enabled. Und diesen Enabler hast du halt nie wirklich gebraucht als Assassin. Aber ich glaube, es gibt auch so viele Items, wie zum Beispiel Gale Force, die die Rolle so ein bisschen kaputt machen, weil, ja, der immobile ADC ist es eben nicht mehr. Ist eben nicht mehr immobil. Und Prawler's Claw ist halt so dann so eine Art Gap Closer, was du als Assassin nie wirklich gebraucht hast. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Item, wenn mal wieder jemand das spielen sollte, dann doch auch wieder mehr gebaut wird, weil es halt hier eben diesen Gap Closer gibt, den du vielleicht dann doch brauchst. Ja, das oder immer noch Traktor halt. Ja. Eclipse fällt da ein bisschen halt raus, hart. Ja, Eclipse. Ja. Eclipse ist so ein bisschen uff, aktuell auch. Man sieht es jetzt hier gerade nicht. Eins der. Naja, reden wir nicht drüber. Eclipse ist ziemlich bad. Aber nicht so bad wie Moonstone. Das stimmt. Sogar Mana Moon ist besser als Eclipse. Sogar Ja Mana Moon. gut, aber meine Mune ist schon irgendwie so ein Item, das an sich noch ein bisschen beliebt geworden ist irgendwann. So, ja. Sogar für Ahri Auch bauen im die Jungle. das. Auf Ahri, dann halt welche Jungle-Leute haben das auch noch gebaut, mal eine Zeit lang. Kaynes. Ich meine, sie haben es ja auch jetzt extra für Midis gebufft. Es ist schon in Ordnung. Weil die Ich dachten, sehe es. komm, das baut eh keiner so noch. Oder zu wenige. Dann haben wir hier Witz. End. Und dieses Item ist ein absoluter Witz. Nein, jetzt war es serious. Also wir kriegen einen neuen Buildpath erstmal. Das ist das Wichtigste. Vincent wird jetzt anders gebaut, deswegen habe ich den Buildpath auch hier mal mit drin. Statt dem Dagger haben wir jetzt hier ein Longsword ganz rechts. Das macht das Item auch insgesamt, also die Combine-Kosten macht es billiger, aber overall ist das Item nicht billiger. Aber es ist jetzt halt um 50 Gold billiger, was die Combine-Kosten angeht. Ja, toll, geil. Ich glaube, das ist dann mehr auch für eine breitere Masse besser, wenn du das Item aus Langschwertern baust, weil überlegen, ein Champion, der Dagger will, also viel Attack Speed möchte, der Wits End als Ma der Magieresistenz braucht und sich Wits End holt, da gibt es jetzt nicht so viele. So, vielleicht eine Rehe, aber da hört es eigentlich schon mal auf. Es gibt vielleicht noch zwei, drei andere, so eine Camille oder so, aber. Das baut halt nicht viel. Ich meine, jetzt guckst du einfach nochmal, jetzt hast du mal 10 AD mehr.
Interessanter Bildschirm halt mal mit Longswords dazu halt. Der Text wird, glaube ich, bleibt sogar am Ende gleich. Ja, letztendlich die Stats bleiben gleich, nur die AD gehen halt dadurch hoch, weil muss halt irgendwie anpassen an Buildpath. Maybe. Weiß ich nicht. Ist fein, denke ich. Vielleicht mit Varus. Aber warte mal. So, kommen wir jetzt zu den nächsten Kandidaten, den nächsten beiden. Und das sind diese beiden. Und zwar haben wir einmal Deadmans und Deathstones. Also zum ersten, Deadmans wird jetzt hier endlich genervt. Dieses Item wurde von Tanks gebaut. Es wurde von Assassins gebaut. Es wurde von Fightern gebaut. Ich habe es auf einigen Mages gesehen. Bart baut das. Also, dieses Item ist so dieses. Ja, es ist ein gutes Item und es baut irgendwie jeder. So, jetzt kriegen wir einen Health-Nerf. Wir haben ja schon mal einen Health-Nerf. Ich weiß nicht, ob dir die Ideen ausgehen oder ob sie sagen, okay, Health it is. Aber dass dieses Item trotzdem noch 400 Health bringt, ist einfach extrem stark. Hallo, Frozen Heart bringt halt null Leben, so. Also, ich finde das sehr nice, dass wir jetzt hier einen Health-Nerf sehen, weil das ist wirklich sehr viel. 400 Leben ist eine ganze Menge, finde ich. Oh Persönlich. ja, definitiv. I Ist love it. schon eine Menge. Ja. Ich finde es nice. Wart war Und auf das einmal mal. tanky. Ja. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall gut werden. Man muss auch sagen, dass viele Tank-Items bisschen, also gerade beim Health, also bei den Nerfs immer bei den Healths immer reduziert wurden. Und Also bei Tree danke. sind auf 300 runter. Und danke, Wright, dass ihr es endlich erkannt habt, dass dieses Item viel gebaut wird. Hat ein bisschen gedauert, aber. Eigentlich auf jeden, der nicht ein Carry ist. Und Bart. Und Bart. Hat irgendeiner seine Dosis nachgelassen und hat gesagt, was? Das ist das. Was? Das wird viel gespielt. Und um dann jetzt auch noch den klar zu machen, den Spielern, dass sie auch mal wirklich was anderes bauen sollen. Deathstance wird hier gebufft. Das ist ja so Gezwungen. mehr oder weniger die Alternative, die du hast als Fighter. Das ist ja so das Fighter Armor Item, was eben, weil eben jeder Deadmans gebaut hat, niemand so wirklich gekauft hat. Gut, Frozen Heart wurde noch seltener gekauft, aber Frozen Heart ist ein Thema für sich. Ich sagen, ich glaube, Randuins Ohm und Frozen Heart sind jetzt nicht die beliebtesten Items aktuell. Naja. Von daher. Randuins kannst ist auch ein ganz eigenes Thema. Es liegt ein bisschen an der Stärke von Crit aktuell. Aber overall ist Death's Dance da eigentlich das Item, was neben GA natürlich Fighter kaufen, wenn sie Armor brauchen. Und ich finde es gut, dass sie das buffen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt ADCs kaufen werden. Ja, oder müssen, weil es ist halt einfach. Ich Es meine, gibt da kein Crit. so die Passive von dem Item finde ich an sich okay, weil es halt dir in den Teamfights relativ viel bietet. Ich, ja. Aber es, weiß ich nicht. Es ist halt so ein Item, wo du halt performen musst. Performst du scheiße, ist das Item halt nicht gut. Weil es dann halt doch ein bisschen. Ich finde, das ist halt so ein. Das, was du bauen willst, wenn du ein bisschen. Also, es bietet dir natürlich Damage, Rüstung, es bietet dir eine gute Passive, wenn du gut im Fight bist. Aber wenn du es halt nicht hinbekommst, ist das Item halt nicht gut. Dementsprechend baust du es wahrscheinlich dann auch nicht. Ja, also ich denke mal, das ist ein guter Change, in dem wir werden auf jeden Fall wesentlich mehr Death's Dances sehen. Ist es halt so ein geiler Buff, wenn du sagst, komm, ich bin gut im Game, bei mir klappt es nicht, wenn ich in den Fights mit euch zusammenarbeite. Und dann werde ich dafür auch noch belohnt, weil ich noch 10 AD mehr habe und ihr Leben bei Kills oder Takedowns zurück. So, ist nice. Mein Gott. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Change, weil ja, jeder der Stance Deadman's Blade gebaut. Ja, Deadmas Plate, das ist schon was Seite. Finde ich auf jeden Fall nice. Ja, und damit verschwindet es hoffentlich aus den ganzen
Nicht Tank-Builds. Ich stelle mal das, was da die Items, die so aufgelistet sind, untereinander, denke ich mal, wird Deadman's Blade, denke ich, immer aber noch eine Variante sein. Ja, auf Vielleicht jeden wird Fall. es dann vielleicht ein bisschen von der Pickrate ein bisschen runter verschwinden, vielleicht nochmal. Jo. Es sollte sich da irgendwie auch wieder einpendeln, noch irgendwo da bleiben, weil es nicht so viele Optionen hast du aktuell halt nicht. Also wie Wenn sich gesagt, da ja. irgendwas shiften sollte, kann sein, dass das vielleicht wieder eine Run jetzt oben wieder interessanter wird irgendwann. Ja. Aber Wenn sie okay, mal wieder Frozen Crit-Buffen Heart. sollten. Löscht das Item einfach, mach irgendwas Neues draus, was doch, Aber ich wenn weiß wir's, es nicht. aber wir erwarten jetzt noch nicht so Legendary, so sind eher so, ich sag mal, eher Hotfixes. Weil sie haben ja auch gesagt, mit den Legendary sollen sie sich gar nicht so beschäftigen, eher mit den Mythics. Und dann, die kommen dann später, gegen Ende der Season ran. Ja, aber sie sollten irgendwas dran machen, dass das vielleicht ein bisschen attraktiver ist, dass das mal eine Option ist. Also gut, das muss natürlich auch immer stimmen, weil das Item baust du halt auch nur, wenn die Gegner gefühlt Full AD sind. Ja. So. Damit sind Von wir daher. durch. Schön, dass der GP-Main dabei war. Ach, der GP. Ich muss die Namen endlich mal ändern. Ja, true. Und dann am Wochenende oder nächstes Wochenende mal schauen. Wir haben uns dann mal mit den Runen endlich mal beschäftigen, weil das ist so ein Thema, was wir schon letzte Woche machen wollten, haben es aber dann nicht geschafft. Das machen wir dann diese Woche. Oder so, ja. Gucken wir mal. Vielen Dank und damit ist der Talk vorbei. Wiedersehen. Tschüss.